Walker ist ermordet worden vor unserer Haustür mit über 20 Messerstichen hingerichtet worden. Also es ist jetzt mittlerweile 2,5 Monate her, dass mir der Arzt gesagt hat, er gibt mir noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben. Ich kannte Leute, bei denen ist das 6 Mal wieder gekommen, die hatten am Ende keine Zähne mehr, keine Fingernägel mehr, die hatten dann einfach nur noch lebendige Leichen. Ja, ist aber ganz, ganz schlimm. Und so wollte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Aber er lag da eben völlig apathisch im Bett und man wusste, auch wenn der Test negativ ist, da stimmt was nicht. Dann habe ich ihm zu ihm gesagt, ich sage, Fried, ich werde eine lustige Witwe. Dann hat er gelacht, wollte was zu mir sagen und dann war es weg. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind. Unser Thema ist heute Abschied von den Liebsten und wir begrüßen hier im Alten E-Werk in Baden-Baden heute ganz herzlich diese Gäste. Was es in Zeiten der Pandemie bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren, das musste Susanne Dürr erfahren. Als ihr Vater an Corona erkrankte und schließlich verstarb, konnte sie nicht für ihn da sein. Wie sie diese Zeit erlebte und welche Fragen sich ihr stellten, das erzählt uns Susanne Dürr. Ganz bewusst begleitete Barbara Winkler ihren Mann auf dem Weg in den Tod. Nachdem eine schwere Krankheit ihm die Lust am Leben genommen hatte, entschied er sich für das selbstbestimmte Sterben in der Schweiz. Wie sie den Moment des Abschieds empfand, das erfahren wir von Barbara Winkler. Rika Herrmann musste mit das Schlimmste erleben, was einer Mutter widerfahren kann. Ein kaltblütiger Mord riss ihre Tochter Annika völlig überraschend aus dem Leben. Zeit zum Abschied nehmen gab es nicht. Wie sie gelernt hat, mit dem Schmerz umzugehen und sich doch noch zu verabschieden, das sagt uns Rika Herrmann. Gerade einmal 16 Jahre alt war Philipp Mickenbecker, als er die Diagnose Krebs erhielt. Nachdem es so aussah, als hätte er den Kampf gegen die Krankheit gewonnen, kam der Tumor zurück. Immer an seiner Seite war sein Zwillingsbruder Johannes. Wie weit sie gemeinsam in die Zukunft schauen und wie die schwere Erkrankung sie beide zum Glauben führte, das hören wir von Philipp und Johannes Mickenbecker. Der Neurowissenschaftler und Psychiater Joachim Bauer weiß, dass Gemeinschaft und sozialer Halt das Abschiednehmen leichter machen. Warum uns Rituale dabei helfen können und wieso es für alle Menschen gut ist, sich hin und wieder die Endlichkeit des Lebens vor Augen zu führen, das sagt uns Professor Dr. Joachim Bauer. Herzlich willkommen an Sie, herzlich willkommen an die Runde. Frau Dürr, Ihr Vater ist im Frühjahr erkrankt. Wie ging das los? Das war Mitte März, zu dem Zeitpunkt, an dem die Corona-Hysterie die erste hohe Welle schlug und der Lockdown dann auch schon drohte. Genau zu diesem Zeitpunkt ist er fiebrig geworden, hat Antibiotika bekommen, hatte keinen Appetit mehr, hat merklich abgebaut und man wusste nicht richtig, was los war. Es hatte auch noch keiner wirklich Erfahrung mit Corona. Das war das Fatale, weil auch die Hausärztin und Krankenhäuser oder Sanitäter, die wir dann ansprachen, waren sich unsicher. Er wollte auch und sollte nicht ins Krankenhaus, weil seine Werte dafür zu gut waren. Und da stand man so ein bisschen hilflos um ihn rum und wusste nicht recht, wie weitermachen. Bevor wir zu dem kommen, wie es weitergegangen ist, erzählen Sie mal, was war denn Ihr Vater für ein Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben? Mein Vater war ein ganz ruhiger, gelassener, sehr zurückgenommener Mensch. Hat auch eigentlich das Schicksal so akzeptiert, wie es kommt. Also hat sich nicht aufgelehnt gegen Dinge, die nun mal geschehen. Hatte, glaube ich, großes Gottvertrauen und war auch überzeugt, dass es nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht. Und welche Leidenschaften hat er so gehabt? Er hat sehr, sehr gut Klavier gespielt. Er hat im Chor gesungen, war sehr, sehr, sehr frankophil. Viel in Frankreich unterwegs, sehr gut Französisch gesprochen. Er hat die schönen Seiten des Lebens schon zu schätzen gewusst. Wie eng war denn Ihr Verhältnis zueinander? Erzählen Sie mal. Sehr eng. Ja. Also ich liebe meine Eltern sehr und hatte schon immer mal in den letzten Jahren den Gedanken, was ist, wenn mal jemand gehen sollte? Wie reagiere ich? Was fühle ich dann? Aber dann habe ich auch gemerkt, dass die Theorie und die Praxis, wenn ein derartiger Fall eintritt, zwei ganz verschiedene Paar
Dinge sind. War er denn auch ein Ratgeber? Oder ich meine, Sie sind jetzt erwachsen ja schon. Wie würden Sie Ihr Verhältnis dann beschreiben? Ja, er war ein Fels in der Brandung für mich. Er war ein guter Ratgeber. Mhm. Ich hatte auch ein paar knifflige Situationen, in denen er mir zur Seite stand. Und da er sehr ruhig und besonnen war, hat er dann manchen hysterischen Anfall auch runterholen können. Und er hatte auch wirklich gute Ratschläge. Er war auch sehr belesen, er wusste sehr viel. Er konnte eigentlich in allen Lebenslagen weiterhelfen und auch Tipps geben. Sie haben ja schon gesagt, als er dann krank geworden ist, da war erstmal eine Verunsicherung da. Ja. Die Hausärzte wussten nicht so, Mensch, wie gehen wir denn jetzt damit um? Mhm. Irgendwann sollte er ja auch ins Krankenhaus. Warum hat das dann nicht geklappt? Meine Mutter hatte die Sanitäter gerufen, einfach weil das Fieber auch nicht runterging. Die waren bei ihm am Bett, haben Werte gemessen und haben mit dem Krankenhaus telefoniert und einem Arzt die Werte durchgegeben. Dann wurde eine Weile beratschlagt und dann sagte der Arzt, nein, die Werte sind zu gut, den können wir nicht aufnehmen. Haben Sie sich denn Sorgen gemacht schon in dieser Zeit? Ja, ich saß in Hamburg, meine Eltern ja in Süddeutschland. Und ich war auch völlig verunsichert, weil ich überhaupt nicht wusste, soll ich denn jetzt runterfahren? Meine Mutter sagte, sie hat alles im Griff, bleib du bloß weg, damit du dir nicht auch noch was einfängst. Ich wiederum hatte Angst, vielleicht was runterzutragen. Das war ja auch so, ne? Man sollte sich ja fernhalten von Risikopatienten, ja, und so. Mhm. Genau, dann habe ich in meiner Not auch ein paar Freunde und Nachbarn meiner Eltern, die Ärzte sind, befragt. Und unisono haben alle gesagt, bleib bitte in Hamburg, er ist doch hier in ärztlicher Behandlung oder unter ärztlicher Aufsicht. Im Zweifelsfall machst du es nur schlimmer, ne, wenn du da noch was runterträgst. Es waren alle aber auch wirklich sehr verunsichert. Es gab überhaupt keine klare Linie. Und dass er da eben nicht ins Krankenhaus gekommen ist, das war schon schlimm, weil das hätte 3 Tage gespart, die vielleicht, man weiß es nicht, lebenserhaltend gewesen wären. Aber dass es natürlich hätte, ja, das weiß man einfach nicht. Aber es ist ja auch so gewesen, Ihre Eltern wurden dann auch noch mal getestet und es gab einen falschen negativen Corona-Test. Warum, weiß man bis heute nicht. Ja. Aber danach wurde die Situation nicht besser. Ihrem Vater ging es ja immer noch schlecht. Und irgendwann haben Sie dann gesagt, egal, ich fahre jetzt von Hamburg nach Süddeutschland, nach Stuttgart zu Ihren Eltern. Wie war denn sein Zustand, als Sie dann dort angekommen sind? Der war ganz schrecklich. Also der Test war negativ, das hat ihm die Hausärztin dann auch gesagt. Aber er lag da eben völlig apathisch im Bett und man wusste, auch wenn der Test negativ ist, da stimmt was nicht. Dann bin ich runter und er lag völlig abgemagert im Bett. Er hat sicherlich 10 Kilo abgenommen. Er hat auch laut meiner Mutter nicht mehr gegessen und getrunken. Und er war unglaublich apathisch. Und er war hochfiebrig. Das Fieber schwankte allerdings immer, sodass man da auch keine klare Linie gesehen hat. Er hatte nie durchgehend 40 Grad Fieber, sondern dann war das mal 38,2. Und dann dachte man, ja, prima, ne? Er ist auf dem Weg der Besserung. Und einen Tag später war es wieder hoch. Es war nicht einzuordnen. Konnten Sie sich denn mit ihm austauschen? Also er schwer. Also er hat sehr schleppend gesprochen. Ich glaube, er war wirklich in einer Art Fieberwahn. Also er hat mich erkannt. Er sagte auch, schön, dass du da bist, mein Schatz. Mhm. Also das hat er schon registriert. Und dann bat er aber darum, dass man ihn einfach ein bisschen in Ruhe und schlafen lässt. Aber er wusste, dass ich da bin. Und das Schlimmste war dann, dass er dann auf Toilette ist und da zusammengebrochen ist, weil er einfach auch so entkräftet war. Er konnte nicht mehr. Und dann? Dann haben wir einen Knall gehört unten in der Wohnung. Dann bin ich die Treppen hoch und sah ihn halb schief neben der Toilette sitzen. Ich dachte, er hat einen Schlaganfall. So ganz gekrümmt und mit ganz aufgerissenen Augen. Er konnte da auch nicht mehr richtig sprechen. Er hat da nur so ein bisschen gelallt. Das war eigentlich das Schrecklichste. Und dann habe ich ihn fest in den Arm genommen, abgesehen davon, dass ja, man auf Abstand gehen sollte. Aber das spielte ja keine Rolle in dem Moment. In dem Moment wollten Sie einfach bei ihm sein, ja, und ihn stützen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und das ist mir so wichtig, diese Momente, wo ich ihn dann wirklich
fest im Arm hatte und ihm auch noch mal gesagt habe, verstehst du mich, ich hab dich lieb, wir rufen den Rettungswagen, es kommt jemand, der dir hilft. Und dann sagte er auch, ja, er versteht mich. Also er wusste, dass ich da bei ihm bin. Und meine Mutter rief so lange den Rettungswagen. Und dann haben sie ihn Gott sei Dank auch mitgenommen. Warum waren Ihnen diese Momente so wichtig, wenn Sie das so... Das sind die letzten körperlichen Momente, die ich mit meinem Vater hatte. Und mir war vor allem so wichtig, dass ich überhaupt da noch bei ihm war. Ja. Also diese Vorstellung, ich wäre in Hamburg gewesen und das wäre passiert. Er wäre ins Krankenhaus gekommen und ich hätte ihn nicht mehr bei Bewusstsein erlebt. Also, dass Sie ihn einfach noch mal umarmt haben, ihm gesagt haben, ich hab dich lieb, ich bin bei dir, weil das ist ja noch angekommen, ne? Genau. Mhm. Und das sind so kostbare Momente für mich. Und ohne diese Momente wäre das schwer, also wäre das noch schwerer. Er ist ja dann ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Das war auch eine Etappe ins zweite Krankenhaus. Ja. Und dort wurde dann festgestellt, er hat Corona und die Situation ist auch ernst. Wie war denn dann Ihr Kontakt ins Krankenhaus und zu ihm? Also zu ihm keiner. Also ich fragte dann noch, als er abgeholt wurde mit dem Rettungswagen, ob ich mitfahren darf in meiner Naivität. Das wurde natürlich sofort abgeblockt. Und wir hatten eben striktes Besuchsverbot. Und dazu kam, dass wir ja auch in Quarantäne waren, beide, meine Mutter und ich, weil er eben positiv getestet wurde. Ah. Wir waren also quasi doppelt nicht in der Lage, dorthin zu gehen. Einmal, weil das Krankenhaus Besuchsverbot hatte. Und zum anderen durften wir gar nicht raus, weil wir in Quarantäne waren. Und telefonieren konnte er wahrscheinlich nicht? Nein, er ist am zweiten Tag intubiert worden und war dann nicht mehr bei Bewusstsein. Und von wem haben Sie dann überhaupt erfahren? Also Sie können nicht vor Ort sein. Von wem haben Sie erfahren, wie es ihm geht dann? Also wir hatten dann ausgemacht mit der Corona-Intensivstation, dass wir einmal am Tag dort anrufen und uns nach seinem Zustand erkundigen. Und das hat eigentlich gut geklappt. Da hat sich auch immer ein Arzt Zeit genommen und hat uns Auskunft gegeben. Aber es war halt eine furchtbare Zeit der Unsicherheit. Diese Ungewissheit, das macht einen komplett mürbe, weil die Auskunft der Ärzte hat dann unseren Tag bestimmt. Ja. Wenn sie sagten, er ist stabil und es geht ihm ganz gut, dann war man euphorisch. Und wenn sie sagten, die Entzündungswerte sind gestiegen, es ist nicht so toll, dann war der Nachmittag gelaufen. Man muss sich das ja auch mal vorstellen. Man sagt so Kontaktsperre, ne? Das hört sich so irgendwie so abstrakt an. Aber es bedeutet, Sie wissen, Ihr Vater liegt im Krankenhaus. Sie wissen, es geht ihm nicht gut. Sie können nicht an seinem Bett sitzen. Sie können nicht seine Hand halten. Sie können nicht zeigen, das, was Sie in dieser Situation im Bad gezeigt haben. Ich bin bei dir, egal was kommt. Wie war das für Sie und auch Ihre Mutter? Das war so surreal. Das war komplett befremdlich. Irgendwann findet man sich dann fast mit ab. Und es gab auch Momente, wo ich dachte, gut, dass ich nicht da bin. Ich stehe nur den Pflegern im Weg rum. Ich nehme Masken weg, Schutzkleidung weg. Das war ja auch alles noch knapp zu der Zeit. Und dann dachte ich auch manchmal, ich kann ihm eh nicht helfen. Er ist da in guten Händen. Es ist okay, wie es ist. Aber an manchen Tagen, da wünscht man sich halt schon so sehr, dabei zu sein und die Hand zu halten und einfach mal ein paar Worte zu sagen, weil man eben auch ja so oft hört, dass das was bringt, ne? Und dass die Koma-Patienten das mitbekommen und vielleicht auch auf dem Genesungsweg das was ausmachen kann. Also Sie haben sich schon auch so Gedanken gemacht, ob Sie ihm nicht fehlen oder gefehlt haben in diesen Tagen, Nächten, die er da war. Ja, genau. Philipp, wir reden noch ausführlich über Ihre Situation, das, was Ihr Leben bestimmt, aber vielleicht schon mal vorab, Sie sind an Krebs erkrankt und kennen die Situation auch in Krankenhäusern. Mhm. Jetzt diese Vorstellung eben, es gibt keinen Besuch, man kann nicht zueinander. Was denken Sie da, wenn Sie das hören? Oh, für mich wäre das ganz schwer gewesen, also gerade, wenn ich das jetzt höre. Ich glaube, für mich wäre das so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Für mich war das Krankenhaus an sich schon immer so ein Gefängnis, weil ich da nicht rausgekommen bin. Mhm. Und ich hatte ja auch die Phase, wo ich immunsupprimiert war und dann keinen Kontakt zu anderen Leuten haben durfte. Und ich kann das mega gut nachvollziehen. Und wie schwer das dann auch für die Angehörigen sein muss, das so mitzubekommen. Ja, danke. Ja. Ich fühle da definitiv mit Ihnen mit. Ja.
Nach 2 Wochen durften Sie dann zu ihm. Wie kam es dazu? Also das Krankenhaus sagte, dass von dort aus uns aktiv niemand anruft, dass wir uns melden sollen. Sie rufen nur an, wenn es ganz schlimm wird. Und das haben sie dann nach 2 Wochen getan. Da war meine Mutter dran. Und da sagten sie ihr quasi, dass er im Sterben liegt, dass die Nieren komplett versagen, dass die Organe einfach nicht mehr mitmachen und dass die Lunge wie aus Stein ist und sie einfach keinen Sauerstoff reinbekommen. Und dass es jetzt ein guter Moment wäre, Abschied zu nehmen und nochmal zu kommen. Wir waren da eigentlich offiziell noch in Quarantäne, aber das war dann natürlich auch nicht mehr wichtig. Und dann sind wir hingefahren. Und auf dieser Intensivstation war es schon, das ist sehr, sehr bedrückend. Ne? Dann Schutzanzüge hatten Sie wahrscheinlich an, oder? Ja, ja, also wir kamen mit Masken und Handschuhen auch vorsichtshalber. Mhm. Wir haben dann so Haarkäppchen bekommen und Schutzumhänge. Dann hieß es zuerst, dass nur einer zu ihm darf und nicht beide. Das war dann noch mal kurz eine Irritation, aber dann durften wir beide zu ihm. Und das dann eben zu sehen, ich hatte da auch bisher keine Erfahrung, viel Glück, also nie jemanden im Krankenhaus gehabt, der verstorben ist. Diese Situation kannte ich wirklich gar nicht. Und ihn dann da zu sehen und zu wissen, er geht jetzt und man kann nichts mehr tun. Ich glaube, man ist in so einem Kokon, man fasst das gar nicht richtig, weil wenn man das fassen würde, würde man umfallen oder einen Zusammenbruch bekommen. Standen Sie denn dann in Ihrem Kokon daneben oder sind Sie auch noch mal zu ihm, haben ihn berührt? Ja, ja, wir durften ihn anfassen. Die Schwester hat ihn dann noch so zurechtgerückt und ist auch aus dem Zimmer. Und wir haben ihm dann noch ein bisschen den Arm gestreichelt und das Gesicht gestreichelt. Er sah auch ganz friedlich aus, muss ich sagen. Also nicht verhärmt oder qualvoll, sondern sehr friedlich. Das war ganz interessant, das hätte ich nicht gedacht. Und wir haben ihn dann quasi gestreichelt und haben auf Wiedersehen gesagt und sind dann mehr oder weniger betäubt aus diesem Zimmer gelaufen. Und er lebte da zu diesem Zeitpunkt noch? Er lebte da noch, er war eben sediert und beatmet. Und ich weiß nicht, ob wir hätten da bleiben dürfen, bis er gestorben ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich das durchgestanden hätte oder ob meine Mutter das durchgestanden hätte. Man sagt ja auch, dass die Leute dann sowieso in einem Moment gerne gehen, wo sie nicht unter Beobachtung sind oder wo gerade kein Angehöriger da ist. Man denkt da auch nicht klar. Also in dem Moment sind wir dann nur wie betäubt aus diesem Zimmer und die Schwester sagte eben, dass sie die Sedierung langsam noch ein bisschen hochfahren und die Beatmung runterfahren und dass er nicht erstickt, sondern ganz friedlich einschlafen wird. Und letztlich haben wir dann darauf vertraut. Glauben Sie, dass es für ihn, man weiß ja nicht genau, was Menschen dann in diesem Zustand wahrnehmen, aber vielleicht auch noch mal so ein Abschied nehmen war, so ein, dass Sie da waren und dass er dann leichter gehen konnte? Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ja, er ist auch ganz kurz, nachdem wir weg waren, tatsächlich gestorben. Mhm. Und kaum waren wir zu Hause, rief die Krankenschwester an und sagte auch wörtlich, ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Er ist kurz nachdem Sie raus sind, gestorben. Und vielleicht hat er dann diese Schwingung doch gemerkt. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage, hätte es was gebracht, wenn ich ihm 2 Wochen lang Händchen halten hätte können? Man weiß es nicht. Mhm. Wie ging es dann weiter? Dann steht ja das an, was wir alle kennen, Beerdigung vorbereiten. Aber das auch in diesen Pandemiezeiten war wahrscheinlich auch schwierig, oder? Ja, das war teilweise fast skurril. Ne? Also wir erfuhren dann, dass das Ordnungsamt zum Teil auch auf Friedhöfen unterwegs ist und Trauergesellschaften eben auflöst, weil zu viele dort sind. Sowas wollten wir natürlich unbedingt vermeiden. Dann gab es unterschiedliche Aussagen darüber, wie viele Gäste an einer derartigen Trauerfeier teilnehmen dürfen. Das waren dann maximal 10 bei uns.
Und man durfte nicht in der Halle sein, sondern nur außen. Es durfte auch keine Musik geben. Also wir haben dann auf Handy über Bluetooth was organisiert. Das hat auch gut geklappt. Aber es war natürlich alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, dass mein Vater als schon konservativer Mensch so schön mit allen Freunden, Verwandten, Nachbarn sich das vermutlich gewünscht hätte. Ich muss aber auch sagen, dass es sehr, sehr würdevoll war. Das wollte ich gerade fragen. Eine kleine, würdevolle, sehr schöne Trauerfeier. Schön klingt in dem Zusammenhang nicht gut, aber ich glaube, es hätte ihm so gefallen. Es hat seinem Stil dann irgendwie tatsächlich entsprochen. Und da waren wir froh. Wir hatten sehr Angst vor diesem Tag. Und das lief dann viel für uns auch angenehmer und besser annehmbar als erwartet. Ich würde an dieser Stelle gerne auch unseren Experten mit einbeziehen, den Neurowissenschaftler und Psychiater Joachim Bauer. Herr Bauer, wir kennen dieses Ritual der Trauerfeier, der Beerdigung. Warum ist es wichtig für uns, dieses Ritual zu haben? Ja, es bedeutet, dass wir sind Gemeinschaftswesen. Und es bedeutet, dass in dem Moment, wo uns einer, der verstorben ist oder eine, die verstorben ist, entrissen wird, dass dann alle zusammenrücken und den Überlebenden, den Trauernden das Gefühl geben, dass wir jetzt zusammenstehen. Dass einen Menschen zu verlieren, ist ja im Grunde wie eine Wunde, wie eine Verletzung. Und die Phasen, die sich da abspielen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen, entsprechen so etwa dem Verlauf auch bei einer physischen, körperlichen Verletzung. Erst ist so ein Schock. Sie hat sehr schön gesagt, wir waren wie betäubt, hat sie gesagt. Das ist ja wenn wir eine akute Verletzung haben, spürst du erst mal gar nichts. Das ist wie betäubt. Das ist diese Schockphase und dann kommt erst in der zweiten Phase der Schmerz, wo man dann weint ein paar Tage lang oder manchmal auch länger. Das ist dann wie bei einer körperlichen Wunde auch. Und dann beginnt ein Heilungsprozess, dann versucht man die Wunde, die seelische Wunde, sich schließen zu lassen und erst ganz am Ende kommt dann die Phase, wo man versucht, jetzt in dieser neuen Rolle eine neue Rolle einzunehmen, damit klarzukommen. Jetzt das gilt jetzt vor allem für ihre Mutter wahrscheinlich, also ohne einen Partner jetzt das Leben wieder neu zu füllen, diese neue Rolle als Witwe jetzt aktiv zu gestalten. Das kann aber brauchen und man darf da auch nicht pushen. Also es nützt nichts zu sagen, jetzt komm doch mal da raus, jetzt musst du mal aufhören zu trauern oder so. Es gab mal so eine Phase, wo amerikanische Psychiater gesagt haben, also wenn jemand länger als 2 Wochen trauert, dann ist das schon eine pathologische Depression. Das ist Unsinn, sondern dieser Heilungsprozess braucht sowohl bei einer körperlichen Wunde als auch bei einem Verlust eines lieben Menschen, braucht Zeit. Und die muss man den Betreffenden auch lassen. Vielen Dank schon mal, Herr Bauer. Aufgrund der aktuellen Situation dürfen wir nicht mehr als 5 Gäste in der Runde haben, aber wenn ich darf, ich beziehe Sie immer wieder mit gerne, ein. Ja, gerne. Frau Dürr, das, was ja an Stimmung auch manchmal da ist, ist, dass viele Menschen auch sagen, na ja, also heute sterben ja an Corona vor allen Dingen die Menschen, die ohnehin nicht mehr so eine lange Lebenserwartung haben. Wie wirkt das, wenn Sie so einen Satz hören auf Sie? Ja, das nimmt mich schon mit. Also ich finde, mein Vater war 80 und auch nicht mehr kerngesund. Und trotzdem hätte er jedes Recht gehabt, weiterzuleben, genauso wie ein gesunder 20-Jähriger. Und das empfinde ich, gerade wenn man persönlich betroffen ist, als einfach so dahingesagt, ohne das in irgendeiner Form beurteilen zu können. Jeder hat das Recht auf sein Leben, egal ob 20 oder 80. Sind Sie auch da, um zu zeigen, was das heißt, was das bedeutet in diesen Zeiten Angehöriger zu sein und das alles mitzuerleben? Ja, vielleicht kann ich ein bisschen dafür sensibilisieren, dass man es einfach ernst nehmen sollte. Und es sterben ja auch nicht nur 80-Jährige mit Vorerkrankungen, sondern es trifft auch junge, gesunde. Und es möge sich einfach jeder doch mal seine Oma oder Mutter oder Schwiegervater auf der Intensivstation vorstellen, mit einem Beatmungsschlauch intubiert,
abgemagert und mit der Aussage des Arztes, es geht zu Ende. Vielleicht nutzt das was. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie die Stimme heute sind für diejenigen, die sonst oft nicht gehört werden. Und ich meine, das liegt ja bei Ihnen alles noch nicht lang zurück. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Trauer immer wieder kommen kann, auch in Momenten, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet. Aber ich denke, was ja schön ist, ist, dass Ihr Vater Ihrer Liebe ganz sicher sein konnte. Und das ist doch das Wichtigste. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Frau Herrmann, wir bleiben bei schmerzhaften Abschieden. Es ist noch nicht 9 Jahre her, da wurde Ihre Tochter, die damals gerade 20 war, ermordet. Auch das hat Ihr Leben natürlich von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Sie haben 3 Kinder. Ich finde, auch hier sollten wir erstmal die zurückholen, die nicht mehr da sind. Also Ihre Tochter war die Jüngste. Wie würden Sie beschreiben, Ihre Persönlichkeit? Also wenn ich meine Tochter in 3 Worten beschreiben sollte, würde ich sagen, Schönheit trifft Charakter. Und sie war von Anfang an ein Kind, was wusste, was es wollte. Mhm. Und hat sich sehr stark auch so für ihre Sachen eingesetzt. Also ein Beispiel, sie wollte reiten, da war sie, glaube ich, 3,5 oder 4. Und da haben wir gesagt, das Pferd ist viel zu groß. Selbst ein Pony ist zu groß. Aber sie ließ dann auch nicht locker. Das ging dann so weit, dass wir ihr mit der Schultüte auch eine Reitausstattung gekauft haben und natürlich die Reitstunden bezahlt haben, bis sie dann auch in der Pubertät war. Sie hatte immer ein Herz für Außenseiter. Wenn irgendjemand im Bedrängnis war, Annika saß daneben und hat dem Händchen gehalten. Sie hatte ein ganz großes Herz, aber sie wollte immer irgendwie auch gefühlt sowas retten. Und ich wollte sie dann retten. Und deshalb war die Beziehung immer hoch, gefühlsmäßig, emotional, sehr intensiv, würde ich sagen. Sie hatten aber auch immer so ein Ritual, dass Sie sich einmal in der Woche nachmittags, glaube ich, getroffen haben. Ne? War das dann so? Hört sich nach einem schönen Ritual an, auf jeden Fall. Ja, wir haben unsere Zeiten gehabt und wir haben uns einmal in der Woche zum Kaffeetrinken getroffen. Und Mutter-Tochter-Tag habe ich schon mit den Kindern überhaupt gemacht, mit jedem, wo jedes Kind mich dann hatte. Und das haben wir einfach fortgesetzt, wo wir reden konnten, wo wir Kaffee getrunken haben, wo wir uns informiert haben, was gerade ansteht. Das waren unsere Mutter-Tochter-Zeiten. Im Frühjahr 2011, genau an so einem Mutter-Tochter-Tag, hat sie Ihnen dann eröffnet, dass sie Angst hat. Ja, der war eigentlich schon vorbei und beim Gehen hatte Annika dann plötzlich gesagt, ach Mama, ich muss dir noch was sagen, da gibt's einen Mann, der will mich umbringen. Und das war jetzt auch so ein bisschen typisch für meine Tochter, völlig aus dem, ohne irgendeinen Kontext dabei zu haben, haut die solche Sachen raus. Und ich habe gesagt, wie, da will ich jemand umbringen. Ja, der hat gesagt, ich komme im November und dann hole ich dich. Er kommt im November, hat er gesagt? Ja, ich glaube, also es war auch ein Datum sogar dazu genannt. Das habe ich aber vergessen. Auf das Datum habe ich keinen Zugriff. Und was haben Sie dann gesagt? Und dann habe ich natürlich als erstes gesagt, Annika, das musst du der Polizei sagen. Ich habe erst gefragt, kennst du den? Wer ist das denn? Das wollte ich natürlich als erstes mal wissen. Und dann hat sie gesagt, ach, den kennst du nicht. Habe ich gesagt, wie, den kenne ich nicht, wo kommt der denn her? Und ich habe dauernd versucht, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen, dass ich das verstehen konnte, weil das für mich so überfordernd war. Ja. Und dann hat sie mir das aber nicht verraten. Sie hat erst gesagt, ja, der kommt aus den neuen Bundesländern. Und dann habe ich natürlich gedrängelt und dann hat sie mir den Ort auch noch gesagt. Und dann habe ich gesagt, du musst das unbedingt der Polizei sagen. Und hat sie es gemacht? Sie hat gesagt, sie macht es, aber das war so ein Sagen, das kannte ich schon. Das hat sie mir zuliebe gesagt. Und ich wusste in dem Moment schon, sie wird es nicht machen. Deshalb habe ich sie die Tage darauf immer wieder angesprochen. Immer wenn ich sie gesehen habe, hast du die Polizei angerufen? Nein, habe ich nicht. Mach das jetzt. Und ich meine, Annika war erwachsen. Ich meine, die wollte natürlich auch ihr eigenes Leben leben. Ich konnte ja jetzt nicht die Polizei anrufen. Wie beunruhigt waren Sie dadurch dann noch in den nächsten Wochen und Monaten? Oder hat sich das irgendwann gelegt, weil Sie dachten, naja, die wird schon wissen? Nein, so habe ich nie gedacht. Ich war auch sehr beschäftigt. Mein Mann hatte Krebs. Und ich hatte noch gefühlt 5 andere Baustellen. Und dann war bis November ja auch noch viel Zeit. Und dann hat sich natürlich dieses ganz akute drüber nachdenken. Ich hatte immer wieder gefragt,
Und dann hatte Annika immer abgewiegelt und dann hat sich das irgendwann gelegt. Ja. Sie haben gesagt, ihr Mann hatte Krebs, sie hatten andere Baustellen, sie wohnten ja Tür an Tür. Ja. Ihre Tochter hat dann mit dem Studium auch begonnen. Ja. Wie eng war, wie viel Kontakt hatten Sie denn in dieser Phase, in diesem Sommer dann? Ich war teilweise ja auch im Ausland mal. Dann hatte ich aber mit ihr geskypt oder telefoniert. Wir hatten eigentlich immer Kontakt über Facebook oder SMS, WhatsApp. Wir waren im Prinzip immer verbunden. Natürlich machte die auch ihre eigenen Sachen. Also ja. Ich meine, jeder hat ja ein Recht auf ein unbeobachtetes Zuhause. Auf jeden Fall, ja. Irgendwann kam dann der November und sie wollten nach Rumänien in den Urlaub fahren. Ich glaube, da haben Sie so ein Ferien. Genau. Und wie haben Sie sich dann verabschiedet? Wann haben Sie das Annika zum letzten Mal gesehen? Ich war in Rumänien gewesen und war zwischendurch, weil mir die Zeit zu lang war, wollte ich noch mal nach Annika gucken und und andere Sachen machen, war ich noch mal nach Deutschland geflogen für eine Woche. Mhm. Und dann hab ich mit den Kindern, die waren ja alle da, mein Sohn, meine Tochter und Annika, und hatte mit denen einfach noch eine tolle Zeit gehabt. Und an dem Dienstag vor dem Mord bin ich wieder zurückgeflogen nach Rumänien. Und das war der Dienstag, an dem ich Annika zum letzten Mal gesehen habe. Und wie war der Abschied, wenn Sie das noch mal beschreiben? Gerne. Ich hatte ihr noch meine restlichen Sachen aus dem Kühlschrank gebracht, mein Kind gesegnet. Und dann hat sie, habe gesagt, ich muss jetzt morgen früh, geht mein Flieger ganz früh. Und dann sagt sie, ah, Mama, bitte nimm mich mit. Und ich habe gesagt, wie nehme ich mit? Dein Studium fängt doch übermorgen an, also neues Semester. Du kannst doch jetzt nicht einfach nach Rumänien fahren. Und bitte nimm mich mit. Und ich war dann immer mit dem Studium beschäftigt und habe gesagt, Annika, du musst doch jetzt deine Ausbildung auch machen. Und dann hat sie gesagt, ach ja, ist auch schon gut. Und das Problem ist, dass ich oftmals bei Annika auch nicht einschätzen konnte oder sie es auch nicht so dringend gemacht hatte. Ich meine, das war nachher der Punkt, über den ich mir am meisten Gedanken gemacht habe später. Dann hat sie gesagt, ach, ist schon gut. Dann, wie haben Sie sich dann verabschiedet an dem Tag, weil es das letzte Mal war, dass Sie sie gesehen haben? Dann hat sie mich in den Arm genommen, ganz zärtlich und ganz eng, wie sie es super selten gemacht hat. Und dann haben wir uns verabschiedet und hat gesagt, Mama, pass gut auf dich auf. Das war das, was sie gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, liebes Kind, das würde ich dir jetzt aber auch mal ganz doll sagen, pass du gut auf dich auf. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ach Mama, du weißt doch, ich bin dein Sorgenkind. Und dann habe ich gesagt, das muss ja nicht immer so bleiben. Und daraufhin hat sie geantwortet, naja, du weißt doch, wenn alle Stricke reißen, dann bin ich halt beim Herrn. Im schlimmsten Fall bin ich halt beim Herrn. Dann bin ich halt beim Herrn. Dann bin ich halt beim Herrn. Hat sie das öfter mal gesagt? Oder? Ja, das war so ein idiomatischer Ausdruck, weil mein Mann sich manchmal so ausgedrückt hat, so aus der Religiosität so heraus. Ne? Also sie meinte im Himmel bei Jesus. Mhm. Dann sind sie nach Rumänien und dann am 27. November, das war der erste Advent, war eigentlich ein ganz normaler Ferientag für sie, Urlaubstag für sie. Irgendwann piept dann das Handy ihres Mannes. Was haben Sie da für eine Nachricht bekommen? Auf dem Handy meines Mannes war die Botschaft, meldet euch mal hier, ich glaube, es ist irgendwas mit Annika. Und daraufhin hatten wir dann sofort zurückgerufen und da ging keiner ans Telefon. Dann habe ich den Haussitter angerufen, der aufs Haus aufpasst, und der ging auch nicht ans Telefon. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt bloß? Und dann habe ich gedacht, ich rufe bei der Polizei in der Herschelstraße an. Und haben Sie da erfahren, was los war? Ich habe bei der Polizei angerufen und habe gesagt, wer ich bin, wo ich bin und wer meine Tochter ist. Und ich würde mir gerade Sorgen machen, ob sie irgendwas gehört hätten, ob da ein Unfall gewesen wäre oder so. Und dann bin ich verbunden worden. Dann haben sie gesagt, kleinen Moment, können wir Ihnen jetzt so nicht sagen, wir verbinden Sie. Das gefühlt, ich weiß es nicht mehr genau, aber dreimal mindestens. Und dann hatte ich den Kommissar wohl am Telefon und habe ich wieder meinen Spruch aufgesagt und dann hat er gesagt, das war so für mich so unerwartet. Wer hat Ihnen das gesagt? Und das hat mich unheimlich verletzt damals. Mhm.
Das war so wie ein Verhör plötzlich. Ja, ich war plötzlich in einem Verhör. Wer hat Ihnen das gesagt? Und woher wissen Sie das? Und wo ist er jetzt? Und das wusste ich ja gar nicht. Ich wollte ja nur wissen. Mhm. Ich habe ja nur noch an diese eine Frage gedacht, was ist mit meinem Kind? Und von wem haben Sie dann erfahren, dass Ihre Tochter nicht mehr lebt? Und dann sagte er so, ist Ihr Mann jetzt bei Ihnen? Ich sage ja. Sitzen Sie? Und da habe ich es dann schon gewusst. Und dann hat er mir gesagt, er müsste mir leider mitteilen, dass meine Tochter ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Das kann man doch in dem Moment wahrscheinlich gar nicht begreifen, oder? Also ich war voll, also ich sag mal, die Polizei hat es rückblickend mir wirklich zart beigebracht, ja. So, das sage ich mal nach allen Regeln der Kunst, das darf ich nicht anders sagen, aber ich habe dann ganz anders reagiert. Ich hatte dann irgendwie, in dem Moment hat es im Gehirn richtig gekracht, also das war ja wie ein Kabelbrand, keine Ahnung, das war ganz schlimm. Sie haben sich ja dann auch ins Auto gesetzt, sind 1000 Kilometer von Rumänien zurück nach Hannover gefahren. 1350? Ja, 1350. Ja. Also wir haben funktioniert. Ich stand total unter Schock. Ich sah, dass meine Freunde weinten und gesagt haben, fahrt ruhig, wir machen hier mit dem Haus alles fertig. Und dann sind wir ins Auto und sind im Prinzip nonstop nur mit Kaffee tanken nach Hause gefahren. Was war denn passiert? Irgendwann haben Sie es ja erfahren. Was ist denn eigentlich passiert? Annika ist ermordet worden vor unserer Haustür und mit über 20 Messerstichen hingerichtet worden. Das hat man Ihnen dann auch da eröffnet? Oder an dem Tag noch, als Sie angekommen sind? Also ich habe das so scheibchenweise. Also ich weiß, ich muss immer noch dazu sagen, ich stand total unter Schock und der war wirklich heftig. Kann sein, dass mir manche Sachen auch nicht so im Gehirn angekommen sind, aber ich weiß, dass ich wusste von Anfang an, dass sie erstochen worden ist, aber erst hieß es mit mehreren Messerstichen, dann hieß es und nachher zum Schluss waren es dann über 20. Es ist so schlimm, man möchte sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, was das auch für Sie bedeutet hat und schon für Außenstehende ist das ja schon schrecklich. Ist ja die Frage, wie geht's weiter? Wir reden heute ja auch über Abschied nehmen. Durften Sie dann zu Ihrer Tochter? Also mein Kind war in der Gerichtsmedizin weggeschlossen und man hat mir gesagt, man ruft mich an, wenn der Leichnam freigegeben wird. Und so lange konnte ich da halt nicht rein. Und wann durften Sie dann zu Ihrer Tochter? Also das war, glaube ich, am 9. Tag. Wie war das dann, Sie zu sehen und wie wichtig war das dann auch, da zu sein? Also ich muss sagen, dass das mit eins der wichtigsten Dinge war in diesem Abschied nehmen, dass ich mein Kind noch da sehen konnte und dass ich sie anfassen konnte, dass ich sie berühren konnte und dass ich es begreifen konnte. Dass ich wirklich gesehen habe, das ist wirklich mein Kind. Weil bis dahin habe ich immer noch gedacht, ich will jetzt aufwachen, ich will jetzt aufwachen, ich will jetzt aufwachen. Ich habe immer noch, das ist ein böser Traum. Also man ist irgendwie, oder ich war wie in einer anderen Welt. Und da habe ich, das war der Moment, wo wirklich im Gehirn ankam, hey, das ist echt dein Kind. Und dann habe ich sie gesehen und habe gedacht, sie liegt da wie Schneewittchen, im Tod noch schön und hatte noch 2,5 Stunden Zeit mit ihr, ganz alleine auch. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, zu verstehen, dass es wirklich mir passiert. Herr Bauer, warum ist das so wichtig, dieses Berühren, dieses Dasein, dieses wirklich Sehen, um es im wahrsten Sinne des Wortes, wie Frau Herrmann das sagt, zu begreifen, dass es passiert ist? Ja, ja, ja. Und das ist ja ganz ähnlich, wie Sie schon gesagt hatten. Das ist ein Schock, Sie konnten gar nichts spüren, erstmal nicht. Und also das eigene Kind zu verlieren, ist eigentlich die schlimmste Variante, einen Menschen zu verlieren. Und ist auch für die Partnerschaft der Eltern eine ganz starke Belastung. Und das ist, konnten Sie sich gegenseitig helfen? Oft kommt es dazu, zu ganz großen Spannungen. Und ich hoffe, dass Sie das auch als Paar miteinander, als Elternpaar gut bewältigen konnten. In dem Moment habe ich noch keine Hilfe gehabt, in dem Sinne, weil alle waren geschockt. Ich denke auch daran, weil Sie ja Vorboten wahrgenommen hatten, die die Tochter Ihnen mitgeteilt hatte, dass Sie unbedingt auch insoweit eine Unterstützung bekommen oder brauchen,
dass Sie sich selber keine Vorwürfe machen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Haben Sie sich denn die Vorwürfe gemacht, Frau Herrmann? Das passiert ja auch in anderen Situationen schon, dass man sich sagt, hätte ich nicht irgendwie noch was ändern können, wenn ich in dieser Situation, haben Sie sich die? Der erste Gedanke war natürlich, hätte ich das Kind bloß mit nach Rumänien genommen. Das hat mich lange beschäftigt und bis meine älteste Tochter dann gesagt hat, Mama, Annika, hättest du dir auch anders sagen können. Die wusste, dass du immer alles getan hättest. Und das hat mich dann wirklich entlastet. Das war so ein wichtiger Satz für mich. Na klar. Wie können wir denn mit diesen Vorwürfen auch umgehen, wenn sie da sind? Ja, also das ist ganz wichtig. Sie konnte das nicht wissen. Es ist ihr kein Vorwurf zu machen, definitiv nicht. Aber es ist für jeden, der das hört, verständlich, dass das wahrscheinlich ist, dass sie sich mit diesem Gedanken beschäftigt. Und das ist bei allen Fällen, wo jemand stirbt oder sterben muss, auch wenn es nicht so fürchterlich ist wie in diesem Fall, so dass die Hinterbliebenen, das war ja auch ein bisschen ein Hauch bei Ihnen zu hören, dass man sich fragt, hätten wir nicht noch dieses oder jenes tun müssen, hätten wir nicht insistieren müssen, dass der Papa in die Klinik kommt. Nicht? Man findet immer irgendwelche Haken, wo man sozusagen mit dem Schuldgefühl rein kann. Und das ist jetzt natürlich bei Ihnen ganz besonders spürbar. Und deswegen habe ich es auch angesprochen, dass das auf keinen Fall jetzt bei Ihnen eine zweite Wunde reißen darf. Sie sind nicht schuld an dem, was da passiert ist. Hier ist nur einer schuld und das ist dieser Täter, der ja offenbar schwer psychopathische Züge auch hatte. Der Täter ist ja bis heute nicht gefunden worden. Nun sind Sie aber auch einen Weg gegangen, vielleicht von außen einen ungewöhnlichen Weg. Sie haben bei einem Projekt mitgemacht. Im vorletzten Jahr war das, glaube ich. 2018. In der Justizvollzugsanstalt in Oldenburg. Da ging es darum, dass Täter und Opfer sich treffen. Warum? Was haben Sie sich von diesem Projekt erhofft? Ich wollte wissen, warum ein Mensch mordet. Und ich wollte einen Mörder fragen. Weil ich die Idee hatte, dass der mir stellvertretend für den Mörder meiner Tochter meine Antwort geben könnte. Und Sie haben dann einen Mörder getroffen, der sein Opfer durch Messerstiche ums Leben gebracht hat. Was hat diese Begegnung dann ausgelöst bei Ihnen? Ich habe verstanden innerhalb des Prozesses, also das war ja ein Prozess, der über ein ganzes Jahr verteilt lief, und der sehr gut und sehr sensibel geführt wurde. Und ich habe verstanden innerhalb des Prozesses, dass ein Mord oder dass überhaupt Mord nur etwas ausschließlich mit der Konfliktfähigkeit des Mörders zu tun hat. Und dass es auch gar nicht um den Menschen geht, dass es gar nicht als Mensch als Ganzer ist, so der Killer, sondern dass er einfach offensichtlich, wie nennt man das, Affekt, Sie können mir das bestimmt sagen, Herr Dr. Bauer. Affektgesteuert? Ja, dass er da eine Regulationsstörung hat. Und dass er einfach in einem bestimmten Konflikt nicht lösen konnte und dann einfach durchgedreht ist oder was auch immer. Und die haben gesagt, nur 1% oder 1 Promille, weiß ich, ganz wenige sind so sadistisch, dass die Gefallen an so etwas hätten. Also das wäre eher unwahrscheinlich. Und Sie haben dann auch einen Schuldschein geschrieben, mit vielen Punkten drauf. Über 70. Was stand da drauf? Also ich habe den Schuldschein meines tiefen Leides den genannt und da standen meine persönlichen Wunden drauf. Also da standen jetzt nicht andere Sachen drauf, die, sage ich mal, dass meine Kinder ihre Schwester verloren haben. Das musste ich auch auseinanderklamüsern. Am Anfang ist das ja ein Riesenbrei. Und ich bin da nur bei mir geblieben, was ich erlitten habe, dadurch, dass ich mein Kind verloren habe. Und es waren über 70 Wunden. Und was haben Sie mit dem Schuldschein dann gemacht? Haben Sie den? Ich habe den Schuldschein mit ins Gefängnis genommen. Und was ich gemacht hatte, war, als ich dran war, habe ich das mal vorgelesen, was der Mord mit mir gemacht hat und auch mit dem ganzen System. Und habe das mal am Stück ausgesprochen. Und zwar ohne Unterbrechung. Und wenn ich geweint habe, haben alle gewartet. Und ich habe den Eindruck gehabt, so, ich hole das mal von innen raus und stelle das mal in den Raum. Das war Schritt 1. Schritt 2 war, mein Ziel war einfach, ich wollte den Schuldschein dann auch in die Mitte legen. Und ich habe bei diesem in die Mitte legen gemerkt, es war so, als ob ich
jetzt mein Kind ganz loslasse. Und da habe ich gemerkt, dass das Letzte, was mir geblieben war, der Schmerz war. Die letzte Erinnerung war jetzt mit Annika verknüpft, war einfach dieser Moment, wo ich erfahren habe, dass sie gestorben ist. Und als ich diesen Zettel mit Zittern und Zagen und feuchten Händen wirklich da hingelegt habe, da habe ich gemerkt, dass ich die Wahl hatte, mich am Schmerz festzuhalten oder den da zu lassen. Und die haben den dann in den Zockraum gesteckt, Zukunft ohne Gewalt, Zock heißt der, und haben gesagt, der kommt hier in die Vitrine, weil das hat natürlich alle bewegt auch. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, wow, mein Schmerz hat jetzt lebenslänglich im Hochsicherheitstrakt. Das war für mein Gehirn so ein schönes Bild. Das heißt, Sie haben Ort für Ihren Schmerz gefunden und der arbeitet jetzt nicht diffus in Ihnen, sondern... Richtig, ich habe das wirklich dagelassen und dieser Schmerz ist ja auf diesem Schuldschein, deshalb, ich hatte mir den jetzt auch nicht kopiert und nix, ich wollte auch keinen, der war so schön geworden, weil ich natürlich ganz liebevoll gestaltet hatte mit Lederbändchen und so, habe da ja meinen ganzen Schmerz über Wochen gesammelt oder Monate sogar und der ist jetzt da und der kann dann nie mehr raus. Und als ich dann weggefahren war für mein Gehirn, ist das wirklich richtig gut gewesen. Und wie geht's Ihnen heute? Ich würde sagen, heute habe ich meine Sachen wieder klar. Ja? Ja. Und was können Sie tun, um auch Ihre Tochter weiter so in Ehren zu halten? Also ich habe mich ganz bewusst entschieden, also irgendwann war ich an diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, entweder werde ich mit der Geschichte fertig oder die Geschichte macht mich fertig. Mhm. Und ich musste eine Entscheidung treffen und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte leben. Und ich werde mein Leben in vollen Zügen genießen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen bizarr, aber ich werde damit meine Tochter ehren. Ich werde meine Tochter ehren, indem ich lebe, indem ich auch wieder Freude in meinem Leben habe und indem ich mich nicht unterkriegen lasse. Herr Bauer, wir reden ja über Abschied. Wie wichtig ist es, aber vielleicht auch schon einfach, auch jenseits von Krankheit, sich einfach zu fragen, was tut mir gut im Leben, was ist mir wichtig im Leben? Also bei so einer Tat ist ja der Unterschied zwischen dem Verlust des Vaters und dem Verlust der Tochter. Ein wesentlicher Unterschied ist ja, dass hier was Natürliches passiert ist, dass ein Mensch an einer Krankheit stirbt, so traurig es ist. Es ist erklärlich. Dieser Verlust ist ja völlig unerklärlich und schreit ja vor Sinnlosigkeit. Und das ist das, was die Opfer so in Unruhe hält. Nicht zu wissen, nicht zu verstehen. Und diese Idee des Täter-Opfer-Ausgleiches oder restitutive Gerechtigkeit, wie man das nennt, es kommt aus Amerika, diese Idee, Restorative Justice, die versucht, eine Versöhnung herzustellen. Und in der Regel passiert es mit dem wirklichen Täter, also das Opfer, eine Mutter zum Beispiel, mit dem wirklichen Täter treffen sich, wenn beide Seiten bereit sind, etwa 60% der Opfer sind bereit, das zu machen. Etwa 90% der Täter sind bereit, das zu machen. Und dann wird die Schuld wird auf den Tisch gelegt, so wie sie es gemacht haben. Nicht? Und dann wird die Frage gestellt an den Täter, was bist du bereit, in welchem Ausmaß bist du bereit, Wiedergutmachung zu leisten. Das kann sehr, sehr verschiedene Formen der Wiedergutmachung sein. Nicht? Gegenüber Dritten oder gegenüber dem Opfer selber. Und das Wunderbare ist, dass sich gezeigt hat, dass so eine Art Versöhnung, wenn das gelingt nicht immer, aber es gelingt sehr häufig, dass so eine Art Versöhnung für die Opfer unglaublich segensreich ist und sehr, sehr gut erlebt wird, so wie bei Ihnen. Und das Geniale in Ihrem Fall ist natürlich, dass Sie, wo Sie ja gar keinen Täter hatten, quasi in diesem Ersatztäter, der jemand anderen geschädigt hat, ein solches Gegenüber hatten, um diesen Versöhnungsprozess ablaufen zu lassen. Philipp, Sie haben in diesem Jahr nicht zum ersten Mal einen Tumor in der Brust gespürt und haben auch wieder in diesem Jahr eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Nun ist es aber so, Sie sind ja schon einen ganz schönen Weg gegangen, seitdem Sie das erste Mal so eine Nachricht bekommen haben. Sie sind mit Ihrem Zwillingsbruder hier, mit Johannes. Wie sehr
Tragen Sie das auch gemeinsam, diesen Weg? Wie sehr? Gute Frage. Ich glaube, wir tragen so ziemlich alles irgendwie gemeinsam, weil wir wirklich fast wie eine Person sind, sage ich mal. Mhm. Und ja, also Johannes hilft mir da unglaublich dabei. Einfach, keine Ahnung. Ich glaube, wir fühlen auch sehr ähnlich. Und ich glaube, für mich ist es mega schwer, wenn Johannes irgendwas wehtut, dann spüre ich das fast selber. Und ich wette, dass es ihm auch genauso geht und es vielleicht sogar schwieriger ist, seinen Bruder leiden zu sehen, als selber zu leiden. Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Jetzt sind Sie ja krank, auch wenn Sie überhaupt nicht so aussehen, muss man sagen. Aber jetzt sind Sie krank. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass er mal nicht mehr da ist? Möchten Sie das sich überhaupt mal vorstellen? Also man verdrängt sowas natürlich. Mhm. Also man versucht da nicht unnötig viel drüber nachzudenken. Aber es ist schon so, dass ich auch gesagt habe, okay, ich will auch realistisch sein. Und klar beschäftigt man sich dann mit dem Gedanken. Also das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich mir den ganzen Tag den Kopf immer zerbreche, sondern ich sage, okay, ich habe das im Hinterkopf, dass ich sage, okay, gewisse Dinge überlegt man sich und in manchen Situationen denkt man auf jeden Fall dran. Aber ja, ich denke, es macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Um Sie näher kennenzulernen, muss man wissen, womit Sie sich auch sonst noch so beschäftigen. Ne? Denn Sie sind sehr bekannt, auch bei YouTube, über Ihren eigenen Kanal, The Real Life Guys. Und dort zeigen Sie, welch tolle Bastler Sie sind, welch tolle Tüftler Sie sind, was Sie alles für verrückte Sachen auch entwerfen, fliegende Badewannen, U-Boote und. Aber ich finde, da sollte man nicht zu viel drüber reden, sondern das muss man auch sehen. Ich finde, da sollten wir jetzt mal klatschen, genau. Dankeschön. Sie auf dem T-Shirt haben ja stehen, do something, ja, also genau. Tu was. Ja. Ist das auch so ein bisschen das, was dahinter steht, so eine Huldigung ans Leben? Oder? Ja, definitiv. Ja. Also das ist unser Motto. Mhm. Und zusammen mit unserem Kanalname Real Life Guys, also dass wir sagen, geht raus, Leute, macht was draußen im echten Leben. Ein bisschen so in Abgrenzung ans virtuelle Leben, nur am Handy sitzen, Computer spielen. Mhm. Was mit seinen Händen schaffen. Das ist ja, begleitet Sie, ich kann mir vorstellen, das gibt enorm viel Kraft und Lebensfreude, das, was Sie da auf die Beine stellen. Und Sie wirken auch immer so enthusiastisch, wenn Sie das präsentieren. Das, was viele dann eben nicht wissen, ist, dass es diese andere Seite in Ihrem Leben auch gibt, seitdem Sie 16 sind. Mhm. Da haben Sie zum ersten Mal die Diagnose Krebs bekommen. Was ist das für ein Krebs? Was war das? Hodgkin-Lymphom heißt es, also zwischen den Lungen. Man sieht es jetzt auch ziemlich deutlich, dass greift im Moment auch schon das Herz an und ist am Anfang sehr gut behandelbar. Also sagt man, glaube ich, 95% Wahrscheinlichkeit mit einer Chemo, dass man 4 Jahre überlebt. Bei mir ist es nach, oder 5 Jahre, bei mir ist es nach 4,5 Jahren wiedergekommen. Mhm. Und dann wird es jedes Mal schlechter, die Wahrscheinlichkeit. Wie war das denn, als Sie es das erste Mal erfahren haben? Hat Sie das erstmal völlig aus der Spur gebracht? Ja, definitiv. Das war immer so gerade am Höhepunkt von unserem Leben. Mhm. Damals hatten wir so Naturfotografie gemacht und Filmpreise gewonnen, waren nach Berlin eingeladen. Und gerade dann kam so die Diagnose, wo mich es überhaupt nicht ins Zeug gepasst hat. Und dann haben Sie aber eine Chemo bekommen, die ist auch gut angeschlagen. Sie galten. Ja, sehr gut. Ich habe auch wenig Nebenwirkungen gehabt, auch wenn es eine ganz, ganz schreckliche Zeit war. Mhm. Ja. Und Sie galten ja eigentlich auch schon als geheilt. Nach 5 Jahren sind ja eigentlich auch diese Kontrolluntersuchungen vorbei. In den Akten gelte ich immer noch als geheilt nach 4 Jahren. Ja, und dann haben Sie es wie gespürt, dass es doch wieder da ist? Ich habe beim Surfen in Nicaragua wieder, wo wir dann die fliegende Badewanne gerade gebaut haben, überall in den Medien waren und mega viel Stress auch hatten, waren wir jetzt erstmal im Urlaub und da habe ich nach dem Surfen auf der Brust eine Beule entdeckt. So, lange nicht so groß, wie sie jetzt ist, aber habe da schon gespürt und ich habe auch vorher schon gespürt, dass ich müde wurde und dass ich auch wenig Luft bekommen habe und irgendwie so schlapp war und habe mir direkt gedacht, also wo ich die Beule gespürt habe, war für mich direkt klar, dass der Tumor wieder da ist. Und wie schlecht ging es Ihnen dann in den Wochen, Monaten danach? Danach lag ich wirklich im Sterben. Also es war eine ganz, ganz krasse Zeit. Ich habe dann eine Studie gemacht, ich habe die aber abgebrochen, weil ich bis dahin sehr, sehr viel schon miterlebt hatte, auch im Krankenhaus. Und mir sicher war, dass ich die Chemo nicht mehr machen wollte.
Dann gab es diese Studie als Alternative, die mir auch sehr empfohlen wurde, die ich auch gemacht habe. Anschließend hätte ich allerdings eine Hochdosis-Chemo mit Stammzelltransplantation und Bestrahlung machen müssen, was eher auch einen palliativen Charakter hatte, wie ich jetzt erst erfahren habe. Das heißt, die Chemo wäre auch gar nicht darauf ausgelegt gewesen, dass sie mich wirklich geheilt hätte. Ich habe das Gott sei Dank abgelehnt und bin dann tatsächlich wieder gesund geworden, auf übernatürliche Art und Weise, was mir bis heute kein Arzt erklären kann. Ich lag wirklich im Sterben, ich hatte die Blutwerte von einem Sterbenden und das ist jetzt 3 Jahre her und dafür geht es mir relativ gut. So sieht es auf jeden Fall auch aus. Wie war für Sie diese Zeit, als Ihr Bruder, so wie Sie ja sagen, im Sterben lag? Wie haben Sie das überhaupt bewältigt, wenn Sie sich auch so nah sind als Zwilling und überhaupt? Ja, also es war auf jeden Fall eine richtig krasse Zeit, weil eben unser Motto Do Something funktioniert immer, wenn man was machen kann. Und da war es halt echt so, dass du daneben stehst und sagst, hier, ich würde jetzt gerne irgendwas machen, um irgendwas zu verändern, um was irgendwie zu helfen, aber es geht einfach nicht. Und das war schon beim ersten Mal wirklich, also das erste Mal fand ich es richtig schlimm zu sehen, eben bei dieser Chemo, was es mit dem Philipp gemacht hat, weil ich einfach gesehen habe, er war nicht der Mensch, der er vorher war. Und es war auch so, als er die Krankheit entdeckt hat, war es, hat man nicht so die Veränderung festgestellt. Das kam dann eben erst mit der Chemo. Und also das erste Mal war auf jeden Fall richtig krass. Beim zweiten Mal hat man sich schon dann irgendwie viel damit beschäftigt gehabt, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem immer ein richtig krasser Einschnitt ins Leben. Und es holt einen immer wieder auf den Boden zurück. So gerade, wenn man vorher irgendwie alle möglichen Erfolge hat und so weiter. Und auf einmal denkt man sich, okay, was ist vielleicht doch wichtiger im Leben? Haben Sie einfach auch Angst gehabt, als es dann zurückgekommen ist? Definitiv. Ich habe ja nie Angst. Das sieht man ja vielleicht in Aktionen, dass ich im U-Boot sitze und da fliege, in der Badewanne fliege und so. Und halt immer auch irgendwie einen Ausweg habe oder mir vorstelle, okay, das und das kann passieren. Und wenn es dann passiert, im U-Boot gab es definitiv lebensgefährliche Situationen, habe ich trotzdem immer einen Plan im Kopf gehabt. Das kann ich dann machen. Und in der Situation habe ich so gespürt, ich habe keinen Plan, weil die Ärzte haben mir, wie gesagt, ich bin geheilt. Ja? Und dann ist es wiedergekommen. Oder so gut wie geheilt, also soweit man es halt sagen kann. Und wusste so, ich kann mich auf das, was die Ärzte mir sagen, nicht verlassen. Das heißt, für mich hat sich so die Frage gestellt, macht mein Leben überhaupt noch Sinn? Ich kannte Leute, bei denen ist das 6-mal wiedergekommen, die hatten am Ende keine Zähne mehr, keine Fingernägel mehr, die waren einfach nur noch lebendige Leichen. Ja, jetzt mal, ist aber ganz, ganz schlimm. Und so wollte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Und erst recht kann man mit der Vorstellung, dass man jederzeit wieder krank wird, keine Beziehung eingehen, was für mich ja auf jeden Fall ein großer Teil im Leben ist. Und haben Sie sich das überlegt? Also ich habe mir genau diese Gedanken so gemacht genau, und habe gesagt, okay, das kommt für mich nicht in Frage in der Krankheitssituation. Weil Sie der Partnerin oder dem Partner keine Verletzung zumuten genau, möchten? Genau, ja. Also ich denke, für meinen Bruder ist es schon schwer genug, wenn man so eine nahe Person hat, die von einem geht. Oder mit meiner Schwester habe ich es auch erlebt, wie sie im Flugzeug abgestürzt ist. Was sehr ein krasser Einschnitt ins Leben ist, was ich niemandem zumuten wollte. Und auch sonst kann man sein Leben nicht planen. Also man kann keinen Kredit aufnehmen, gar nichts. Und das hat mir eine richtig krasse existenzielle Angst so gemacht. Sie sagen, dass Ihre Schwester, Ihre jüngere Schwester, ist verstorben. Wie lange ist das jetzt her? Auch 3 Jahre. Drei Jahre. Beim Flugzeugabsturz, was ist da passiert? Also wie ist das passiert? Was war das für ein Flugzeug? Es war ein Unfall, also ein ganz normales Flugzeug, nichts selbstgebautes, wie viele vermutet haben. Es war ein ganz normales, also ein kleines Flugzeug und es war einfach ein Unfall. Also man kann es im Nachhinein nicht sagen. Also es wird irgendwie ein Fehler gewesen sein. Wer auch immer, ich würde auch niemandem die Schuld geben. Wie verzweifelt sind Ihre Eltern? Also zu wissen, Sie sind krank und dann die Tochter verlieren? Unsere Mutter ist damit unglaublich stark umgegangen, auch in der Situation. Da habe ich einen riesen Respekt davor. Wir haben direkt den Krankenwagen dazu bestellt, Notfallseelsorger. Ich wollte sie auch unbedingt persönlich sagen. Ich wollte jetzt nicht, dass die Polizei hinkommt und ihr das erzählt. Und ja, ich weiß noch genau, wie ich reingekommen bin, ihr das gesagt habe. Und sie hat da wirklich, klar sind wir, haben wir im Arm gelegen und geweint, aber sie hat da so eine Kraft entwickelt oder bekommen. Das war unglaublich. Es ist es ja so, bei all dem, was Sie erlebt haben, Wenn man gläubig ist, dann könnte man in dieser Situation sagen, nee, also ich verliere den Glauben an Gott. Sie haben ihn gefunden. Wie haben Sie den gefunden? Ja, tatsächlich. Also gerade meine Mutter, glaube ich, wurde auch durch diesen Glauben hat die das so krass geschafft. Ich glaube, ohne Gott hätte sie es auf jeden Fall nicht geschafft. Das kann man auch rational nicht erklären, wie sie da diese Kraft bekommen hat. Und bei mir war es so, dass ich immer sehr kritisch eingestellt war. Ich war bei der ersten Chemo habe ich krasse Erfahrungen gemacht, so dass ich gewusst habe, okay, es gibt irgendwas Übernatürliches. Ich habe immer wieder Gott auch angeklagt, so warum passiert das mir? Und habe dann irgendwann aber so ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo ich wirklich beim zweiten Tumor auch im Sterben gelegen habe. Das gab es öfter. Und dann lag ich auf einer Bank von der Kirche und hatte irgendwie so ein krasses Schlüsselerlebnis, eine längere Geschichte, wo ich wirklich gesagt habe, ey Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann gebe ich dir mein Leben so.
Und in diesem Moment habe ich so eine übernatürliche, göttliche Liebe gespürt. Das war wirklich unglaublich. Ich bin ein sehr rational denkender Mensch. Und ich habe sowas nicht erlebt. Und ich glaube, ich werde es nie mehr erleben. Oder ich erlebe es manchmal noch, wenn ich zu Jesus bete. So. Aber das war wie, wenn man liebt ohne Angst. Also bei Liebe ist ja immer Angst dabei, dass der andere einen verletzt oder verlässt oder wie auch immer. Und es war komplett nicht da. Und es war so ein krasses Erlebnis. Zwei Tage später ist meine Schwester abgestürzt. Wo viele mich oft fragen, so, ja, wie kannst du dann noch an Gott glauben? Wo ich eher mal die Perspektive ein bisschen rumdrehen würde und sagen würde, was wäre gewesen, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte? Wo jede Angst war da weg. Da war einfach mein Leben. Ich wusste so, es gibt jemanden, der mein Leben in der Hand hat und der mich auch durch schwere Situationen durchtragen kann. Das heißt, Sie fühlen sich jetzt angstfrei getragen. Ganz genau. Ja, tatsächlich. Mhm. Und das hat sich so durchgezogen. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass Gott mir irgendwie dieses Erlebnis geschenkt hat, zwei Tage vorher. Weil sonst wäre ich glaube, ich wäre auf mein Leben nicht mehr klargekommen, wenn ich... Hat das denn auf Sie, ich meine, Sie denken ja sehr ähnlich, haben wir ja jetzt schon mitgekriegt. Hat das denn auf Sie auch ein bisschen abgestrahlt, das Ganze? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Nee, dafür denken wir zu rational. Ja, dafür denke ich echt zu rational. Also ich glaube, so ein Erlebnis kann man nur selbst machen, erstmal so eine Erfahrung. Und das habe ich auch gesagt, schön für dich, dass du die Erfahrung gemacht hast. Ich habe sie nicht gemacht und ich habe in der Situation gesagt, okay, ganz ehrlich, Gott, also vorher hatte ich noch so ein bisschen überlegt im Hinterkopf mal, mir zu überlegen, ob es ihn wirklich gibt. Da habe ich gesagt, okay, selbst wenn es dich gibt, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und heute? Hat sich sehr viel geändert auf jeden Fall. Das ist eine bisschen längere Geschichte, aber ja, ich bin mittlerweile zum selben Schluss gekommen wie Philipp auch. Sie haben ja gesagt, als Sie zum ersten Mal, als der Tumor zurückkam, hatten Sie Angst. Beim zweiten Mal, genau, als er das erste Mal zurückkam. Ne? Jetzt fühlen Sie sich angstfrei getragen. Jetzt haben Sie in diesem Jahr aber ja wieder den Tumor gespürt. Sie haben ja auch gesagt, er ist da. Und dann gab es einen Arzt, der hat Ihnen, glaube ich, gesagt... Ich war auch bei Unikliniken, habe da die Befunde hingeschickt, die Bilder. Also es ist jetzt mittlerweile 2,5 Monate her, dass mir der Arzt gesagt hat, er gibt mir noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben. Und wenn ich nichts mache, wenn ich keine Chemo mache, dann haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und das habe ich nicht nur von einem Arzt gehört. Und das ist ja die Meinung der Schulmedizin. Und ich lebe noch. Herr Bauer, wie würden Sie denn antworten, wenn jemand Sie fragt, wie lange habe ich denn noch zu leben? Was als Frage ja auch erstmal verständlich ist. Gut, ich habe dazu was zu sagen, aber das ist jetzt natürlich ein großes Thema an einem Tumor erkranken. Zunächst mal ist die Art, wie dem Patienten oder der Patientin eine sogenannte bösartige Erkrankung mitgeteilt wird, von großer Tragweite, wie das der Arzt oder die Ärztin macht. Und die Art, wie das gemacht wird, das ist sehr kritikwürdig in vielen Fällen. Also einem Patienten zu sagen, Sie haben nur noch so und so viel zu leben, ist keine Empfehlung, die ich geben würde einem Kollegen. Es ist wichtig, dass gerade bei einer so ernsten Erkrankung wie bei einer Tumorerkrankung die Selbstkräfte im Patienten nicht geschwächt werden und Ansagen, die sozusagen schon sagen, es ist jetzt alles gelaufen, sind schwächen das Immunsystem und die Widerstandskraft des Patienten. Das ist das eine. Also die Mitteilung einer Diagnose muss schon klar sagen, wir haben eine ernste Erkrankung, also keine falsche Hoffnung, aber auch keine falsche Hoffnungslosigkeit. Nicht? Das ist so ein Satz, den man mal mitnehmen kann. So. Das ist das eine. Ich bin natürlich Schulmediziner. Also wenn ich das gehört habe, ich war in meinem ersten Leben, bevor ich dann in die Neurowissenschaft und die Psychiatrie ging, Internist. Ich habe jahrelang auch auf Krebsstationen als Arzt gearbeitet. Und es schmerzt mich ein bisschen, dass Sie sich nicht nochmal auf eine Behandlung eingelassen haben, weil ich glaube, das könnte Ihnen vielleicht doch was bringen, gerade bei dieser Erkrankung. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, Sie hören ja, dass ich kein reiner Schulmediziner in dem Sinne bin, dass ich sage, psychische Faktoren spielen keine Rolle. Aber die Baseline, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die schulmedizinischen Möglichkeiten auszureizen im Sinne von do something, wie es auf Ihrem schönen
Ja, und was wir wissen ist, also eine Tumordiagnose ist ja ein Trauma, das hat sie in Angst versetzt. Und wir wissen aber, es gibt sowas wie posttraumatisches Wachstum. Und der Idealfall, den wir als, sowohl als Onkologen als auch als Psychoonkologen uns vorstellen, ist, dass die Mitteilung einer Tumorerkrankung sowas ist wie ein Weckruf. Also, was ist mit dir? Wo ist dein Selbst? Ist in der Vergangenheit vielleicht dieses Selbst irgendwo auf der Strecke geblieben? Hast du genügend für das getan, was wirklich dich betrifft? So, das ist der erste Punkt. Also eine Selbstwahrnehmung verstärken, mal gucken, auf dich gucken, das wäre das Erste. Das Zweite ist, und das haben Sie vielleicht auch erlebt, das wird man vielleicht noch hören, ein Wertewandel, dass man sagt, was ist mir eigentlich in meinem Leben wirklich wichtig? Dann Beziehungen. Welche Beziehungen sind eigentlich wichtig? Bin ich hier unterwegs mit lauter luftigen, oberflächlichen Beziehungen oder gibt es so ein paar Beziehungen, die wirklich bedeutsam sind und andere, die nicht so bedeutsam sind? Und bei diesem Prozess des posttraumatischen Wachstums, da ist am Ende übrigens, und das finde ich so wunderbar, auch der Zugang zur Spiritualität und die Welt, es gibt noch etwas, was über uns ist. Ja? Wie das aussieht, muss jeder für sich spüren und entscheiden. Aber diesen Zugang dazu zu finden, dass wir eingebettet sind in etwas Größeres, das ist eben auch ein Teil dieses posttraumatischen Wachstums. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass man, wenn Sie reden, dass man spürt, dass Sie noch volle Lebenskraft haben, nicht? Und dass Sie sich nicht bereit sind, sich entmutigen zu lassen von dummen Sprüchen, auch wenn Sie von Ärzten kommen. Also bleiben Sie dabei. Aber vielleicht überlegen Sie doch noch mal, ob Sie doch noch schulmedizinisch noch mal ein Angebot annehmen. Ja. Vielen Dank. Also sehr, sehr nette Worte, haben Sie richtig gut gesagt. Und Sie haben ja den Wertewandel angesprochen und ich höre so ein bisschen raus, der ist ja schon stattgefunden, der hat ja schon stattgefunden. Ne? Durch Ihren Weg zum Glauben hat sich ja schon einiges in Ihrer Perspektive aufs Leben wahrscheinlich auch verschoben, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich sage auch immer, also ich habe gelernt, meine Prioritäten richtig zu setzen. Eigentlich schon beim zweiten Tumor, das hat jetzt, glaube ich, beim dritten Mal nicht unbedingt was damit zu tun, aber beim zweiten Mal auf jeden Fall, wo ich wirklich gespürt habe, es geht im Leben nicht darum, Klicks zu machen, bekannt zu werden, Geld zu verdienen, sondern eben Beziehungen sind extrem wichtig zu Freunden, aber auch mit was man seine Zeit einfach verbringt. Ja? Und das hat sich bei mir so richtig eingebrannt. Und so habe ich eigentlich bisher auch mein Leben dann versucht weiter zu leben, wirklich mich aufs Wesentliche irgendwie so zu fokussieren. Sie haben ja dann auch gesagt, als Sie diese Prognose bekommen haben, ach, was mache ich jetzt? Sie sind auf eine Reise gegangen. Erzählen Sie mal, genau. Warum? An sich müsste man ja so denken, dass man dann richtigen Stress kriegt. So, was will ich jetzt machen? Gerade, weil ich mein Motto auch immer leben will. Und bin dann auf eine Reise nach Island gegangen. Und da war es auch wieder so, dass mir mein Glauben halt extrem viel hilft, dass ich auch so wirklich gebetet habe und so gesagt habe, ey, Jesus, wenn du einen guten Plan für mein Leben hast, dann was soll ich denn jetzt machen? Dann weißt du ja am besten, was ich machen soll. Und dann hatte ich eine unglaublich schöne Reise. Das hat sich dann alles so ergeben. Ich sag mal, irgendwie so gefügt, dass das alles so wunderbar geklappt hat, dass ich mit 18 Freunden nach Island gefahren bin im August und wir noch mal eine richtig, richtig schöne Zeit zusammen hatten. In der Zeit ging es mir tatsächlich auch sehr schlecht. Also es sah nicht gut aus. Ich konnte teilweise nicht schlafen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe meinen einen Arm konnte ich kaum noch bewegen. Ich habe Schmerzen gehabt, nachts extrem geschwitzt und hatte dann aber in dieser Zeit eine ganz krasse Begegnung, so ein Erlebnis noch mal mit Gott gehabt, wo ich ihn auch gefragt habe, so wie geht's weiter, soll ich meine Beerdigung vorbereiten oder nicht? Und habe da ein ganz krass übernatürliches Erlebnis gehabt, was mir so viel Mut noch mal gegeben hat, wo ich wirklich so gespürt habe, nee, das war's noch nicht. So, ich vertraue nicht darauf, was die Ärzte mir sagen. So, ich werde nicht dann sterben, wenn die Ärzte mir das sagen, sondern wann Gott will, sage ich mal so. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gekommen und es geht mir jeden Tag besser, was mir definitiv kein Arzt erklären kann. Die Beule ist definitiv noch da und ich schwitze auch ab und zu noch in der Nacht. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich jetzt keine Chemo gemacht habe, weil ich die Chemo ja schon mal durchgemacht habe und da einfach weiß, dass es für mich definitiv keine Lösung mehr wäre. Also die Chemo ist auch nur noch eine palliative Chemo, die jetzt angeboten wird. Das muss man auch wissen, also palliativ heißt nur noch Schmerz lindern, was bei mir keinen Sinn macht, weil ich habe keine Schmerzen, mir geht's gut. Wenn ich jetzt eine Chemo machen würde, dann ging es mir richtig schlecht und dann könnte ich meine letzten Tage nicht mehr in Würde leben, sage ich mal. Was Herr Bauer ja auch sagt, wichtig ist die Lebenskraft bei all den Themen, wo es um Schulmedizin geht und so. Da stehen jetzt hier Positionen gegeneinander, da können wir auch, können sich auch nachher noch weiter austauschen. Das wird auch von soliden Onkologen, also Krebsspezialisten, anerkannt.
fortschrittliche Krebsspezialisten erkennen die Kraft psychischer Faktoren an. Also es geht nicht darum, Psyche oder, oder Körpermedizin, sondern das ist ein und dasselbe. Es gibt Top-Down-Effekte von der Psyche in den Körper rein und es gibt natürlich Bottom-Up-Effekte. Das heißt, wenn ich im Körper irgendwas nicht stimmt, beeinflusst das sicher auch die Psyche. Was mir noch wichtig ist, wenn Sie diese Reise beschreiben, und die war Ihnen ja jetzt sehr wichtig, dass wir das auch ein bisschen fühlen. Ja. Also, und das haben Sie uns schon näher gebracht, aber ich glaube, Bilder sagen da noch mehr. Ja. Also es sind wirklich tolle Bilder, muss man sagen. Und war das immer schon Ihr Traum, dort zu sein? Ich habe ganz viele Träume gehabt, also wo ich überall noch hin will auch. Und ich habe noch viele, viele Träume in meinem Leben. Aber auf jeden Fall ein großer Traum. Gleichzeitig sagen Sie ja, Ihnen ging es zwischendurch auch nicht gut. Hatten Sie da manchmal schon das Gefühl, ach, ist das vielleicht eine Abschiedsreise? Ja, definitiv. Also als ich angekommen bin, Philipp hatte auf der Reise hin, der ist mit der Fähre vorgefahren, ich bin nachgeflogen, hatte sein Handy auch ausgehabt. Und dann, als ich angekommen bin, hat mich erstmal ein Kumpel begrüßt und hat so gemeint, dass er die letzten Tage noch nicht mal allein hat aufstehen können. Und da hatte ich mir echt so gedacht, okay, krass. Und also das war erstmal ein richtig krasser Schock für mich, dass es ihm so schlecht ging zu der Zeit. Und klar, dann habe ich natürlich erstmal gedacht, okay, das sieht nicht gut aus. Und es war dann für mich schon so der Gedanke, dass das jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger der Abschied ist. Es war auch mein Gedanke, als ich die Reise gestartet habe, dass es eventuell auch eine Abschiedsreise ist. Und hatte das dann auch melancholische, nachdenkliche, auch andere Momente? Definitiv. Ich bin jeden Morgen relativ früh aufgewacht, eben vor Schmerzen, weil ich nicht schlafen konnte. Bin dann, wenn es ging, irgendwie aufgestanden und dann manchmal um 4 oder 5 Uhr rausgegangen und habe den Sonnenaufgang immer beobachtet und habe dabei auch so irgendwie meine Gebetszeit gehabt und habe da so schöne Erfahrungen gemacht irgendwie. Und wo ich mich auch wirklich damit anfreunden konnte, mit dem Gefühl, weil ich eben auch daran glaube, dass es nach dem Tod weitergeht und dass ich auch meine Schwester danach wiedersehen werde, dass ich sage, so egal wie es weitergeht, so Gott hat mein Leben in der Hand, wenn ich sterbe, dann ist es für mich auch okay. Dann, ich habe wirklich auch so die Schönheit der Natur so kennengelernt, habe mir gedacht, okay, dieser Gott muss auch so schön sein und so kreativ sein. Im Himmel wird es garantiert nicht langweilig sein und nur Wolke, wo ich mich drin ewig langweile, sondern konnte mich mit dem Gedanken auf jeden Fall auch anfreunden, wirklich früher zu gehen. Und auch im Rückblick auf mein Leben, ich hatte ja ein sehr erfülltes, bewegtes Leben auf jeden Fall. Und habe mir da definitiv auch viele Gedanken drüber gemacht. So ein bisschen auch wie bei einem Spielfilm, den beurteilt man auch nicht nach der Länge, sondern nach der Qualität. Das stimmt, die langweiligste Serie, mit der nichts passiert, ne? Wo es keine Probleme gibt. Aber wenn Sie sagen, was ist Ihre Hoffnung? Ich hör so raus, Sie legen das auch in Gottes Hand und Sie glauben nicht daran, dass Sie dann sterben, wenn es die Mediziner sagen. Definitiv. Und Sie haben keine Angst. Ich glaube, das gibt einem ja schon mal ein gutes Grundgefühl. Ja. Was ist denn Ihre Hoffnung, wenn Sie jetzt so nach vorne schauen? Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass ich auf jeden Fall wieder gesund werde, was sich ja im Moment auch definitiv so anfühlt und was mir der Arzt auch bestätigt. Also der guckt mich, ich habe im Moment so eine Wassereinlagerung im Herz, dass ich jederzeit tot umfallen kann. Mein Arzt sagt, medizinisch gesehen müsstest du im Sterben liegen. Klinisch gesehen ist, glaube ich, der Zustand, wie man halt wirklich aussieht. Bist du topfit und dir geht's gut, deine Blutwerte sind perfekt, keine Entzündungswerte, das kann eigentlich nicht sein. Und mein Arzt guckt mich jedes Mal an und sagt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Und er weiß das auch und es gibt die spontane Remission, die man dann spontane Remission nennt, wo man in der Medizin nicht drüber redet, das gibt es definitiv. Und er teilt die gleiche Hoffnung wie ich, was mir auch eine mega krasse Freude macht. Trotzdem klammer ich mich jetzt nicht an Wunder und sage, okay, Gott, du musst mich unbedingt heilen, weil ich eben auch die Hoffnung habe, dass es wirklich nach dem Leben weitergeht. Und dass auch Gott meinen Bruder trösten wird, so wie er mich bei meiner Schwester getröstet hat, ist definitiv auch noch ein Grund, was mich extrem beruhigt und erleichtert. Wenn Sie jetzt so nach vorne gucken, das eine ist ja der Trost und die Nähe zu Ihrem Bruder, die Sie auf jeden Fall hält. Ja. Ich glaube, Sie haben auch deutlich gemacht, dass Sie sich überlegen, was Sie jetzt machen, was Ihnen wichtig ist, dass Sie die Zeit nutzen wollen. Ja.
Jetzt sitzen Sie heute hier, was uns total freut, dass Sie die Zeit auch ins Nachtcafé mit investieren. Was ist Ihre Botschaft, die Sie vielleicht dann auch vermitteln wollen, indem Sie hier sitzen? Ja, ich will definitiv Hoffnung verbreiten und gerade auch die Leute ermutigen, wirklich auch mal über den Glauben zu reden, über Gott zu reden. Heutzutage, gerade in meinem Alter, redet da niemand drüber. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ich glaube, 80% der Leute glauben aber, dass es irgendeinen Gott gibt und haben da voll das Redebedürfnis auch. Ganz viele Leute sind in einer ähnlichen Situation wie ich und haben diese Hoffnung nicht. Und denen würde ich sagen, okay, beschäftigt euch mal damit, lest mal in der Bibel, mir hat es geholfen. Auch wenn es ein altes Buch ist, so macht es auf jeden Fall mal. Sie wollen Hoffnung verbreiten. Genau. Ich finde, das gelingt Ihnen sehr, sehr gut. Und das unterstreichen wir jetzt auch noch mal mit einem Applaus. Danke. Frau Winkler, ich glaube, die meisten von uns wissen nicht und wollen auch gar nicht wissen, an welchem Datum unser Leben zu Ende geht. Ihr Mann wusste es irgendwann. Sie haben ihn begleitet in die Schweiz, waren auch dabei, als er dann gestorben ist. Jetzt selbst, wenn man das Datum kennt und weiß den Tag, konnten Sie sich auf sowas vorbereiten? Können wir uns auf sowas vorbereiten? Ja, ich musste es ja irgendwie. Ich habe nur oft gedacht, ich schreibe ein bisschen Tagebuch. Und da habe ich auch noch mal nachgelesen. Und da habe ich auch reingeschrieben, ist mir eingefallen, Kästner, ja, irgendein Gedicht von Kästner gibt es, wo er sagt, das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Und da habe ich geschrieben, aber Fred kennt seinen letzten Tag. Und ich wusste aber nicht, wie es ihm damit geht. So richtig darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben alles besprochen und ich wusste ja auch, wie es, also für uns war immer klar, wenn es einem nicht gut geht, dass man aus dieser Welt gehen möchte, solange man kann, dass einem geholfen wird und nicht, dass irgendjemand sagt, das darfst du nicht, du musst bis zum Ende oder das so. Das haben Sie auch schon besprochen, als Ihr Mann noch... Das haben wir schon, ja, das war bei uns Konsens sozusagen, ja. Auch in unserer Familie eigentlich. Erzählen Sie uns noch was über Ihren Mann. Was hatte er für Leidenschaften? Ich finde das wichtig, dass wir so ein bisschen auch ein Gefühl für ihn bekommen. Also gelesen hat er unheimlich gern. Also mein Mann hatte Bücher und er hat, als er Rentner war, hat er wirklich dann die Zeit genommen und hat ganz, ganz viel gelesen. Leidenschaft rauchen, er hat Zigarillos geraucht, das war vielleicht eine Sucht, na okay. Und er hat fotografiert sehr schön, also früher hat er auch Fotozirkel geleitet, er ist Maschinenbauingenieur, aber er hatte eben auch andere Hobbys. Er ist dann krank geworden. Er hat eine Lungenkrankheit bekommen. Nee, mein Mann hatte viele Krankheiten. Ja, und hatte auch hat wenig gesehen. Was hat ihm denn, vielleicht beschreiben Sie es eben selbst, was hat ihm denn das Leben zur Last gemacht? Also er hatte mit der Lunge, ja, vom Rauchen war das natürlich, die COPD. Er hatte Herzvorhofflimmern. Was war denn noch? Na, die Augen. Und das Schlimmste waren die Beine auch immer, diese Schmerzen. Wenn die Stellen zu sind und die wollen wieder aufgehen, dann gibt es ganz furchtbare Schmerzen. Also war wirklich schlimm, über Jahre. Gab es denn dann irgendwann einen Moment, dass er auf Sie zugegangen ist und gesagt hat, Mensch, ich will nicht mehr? Das hat er oft gesagt, ja. Aber und wann ist das konkreter geworden? Also konkret ist es geworden, er konnte ganz schlecht gucken mit dem zweiten Auge aus, hat er rausgeschoben, solange es ging, aber es ging nicht mehr. Wir haben abends immer gespielt zusammen und die Steine konnte er nicht mehr erkennen, er musste also jetzt was machen lassen. Konnte nicht mehr lesen, das war eigentlich das Schlimmste, es ging ja schon nicht mehr mit dem Lesen. Er konnte gar nichts mehr machen, er konnte nicht mehr einkaufen, er ist einkaufen gegangen, mit dem Fahrrad gefahren. Er wollte auch nicht mehr in den Garten kommen. Es war, und die Schmerzen halt ständig im Bein. Und dann haben wir zusammen mal eine Sendung im Radio gehört in Bayern. Die hatten wir schon mal gehört. Und da ging es um ein Ehepaar, das zusammen in die Schweiz gefahren ist. Die wollten beide nicht mehr leben. Und in der Sendung wurde auch die Institution. Wurde genannt und auch die Ärztin. Der Name war einfach zu verstehen. Sonst weiß man ja oft gar nicht, was man machen kann. Ja. Und da hat mein Mann zu mir gesagt, ich möchte, dass du dich jetzt mal, wir wissen jetzt, wie das heißt dort in der Schweiz und wie die Ärztin heißt, und dass du mal bitte an den Computer gehst und guckst, ob du da was finden kannst. Und wie war Ihre Reaktion? Na, erst war ich gar nicht gesagt. Ich sag, soll ich es wirklich machen? Ich meine, wir hatten ja oft genug gesprochen. Ich sag, Fred, du kannst ja erst mal gucken. Das habe ich dann noch ein paar Tage später gemacht. Das findet man ja wirklich alles ganz toll. Und das habe ich ihm dann erzählt. Ja, wenn man so dran ist, ne, wenn man abstrakt drüber redet, ist es ganz was anderes, als wenn Sie jetzt sich da informieren. Das auf einmal konkret vorbereitet. Ja, da habe ich ihm das gesagt und dann
habe ich ihm alles vorgelesen, er konnte sie auch nicht mehr lesen, ich habe das ausgedruckt. Und dann ruhte das erstmal. Ich habe da nichts mehr zu gesagt und von ihm kam erstmal auch nichts. Das war im November, und ja, 2017. Und irgendwann im Januar oder wann hat er dann zu mir gesagt, wie das nur weitergehen soll. Ich sage, Frieda, kann ich da aber nichts zu sagen. Ich sage, das musst doch du jetzt. Ich sage, ich helfe dir, wenn du das wirklich möchtest, aber ich kann da nicht sagen, mach da was mit der Schweiz oder so. Dann hat er gesagt, da kann man ein Formular ausdrücken, dass man die Mitgliedschaft beantragen kann. Und das haben wir dann erstmal gemacht und weggeschickt. Er hat ja auch was formuliert, warum er die Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Ja, das hieß dann, man muss das halt hinschicken. Antrag auf Organisation eines begleiteten Freitodes. Und da haben wir dann mit einem Gedicht angefangen. Die Natur liebte ich und neben der Natur die Kunst. Ich wärmte meine Hände am Feuer des Lebens. Es erlischt und ich bin bereit, es zu verlassen. Und dann hat er noch geschrieben, in den letzten Jahren wurde mein Erlebnisradius immer eingeschränkter. Und seit einem Jahr ist jedes morgendliche Aufwachen mit dem Gefühl verbunden, wieder ein Tag, den ich ertragen muss. Wann nimmt das ein Ende? Und so war es wirklich für ihn immer. Er hatte nur Schmerzen. Es ist ja dann ein Prozess. Das geht ja dann nicht von einem Tag auf den anderen. Nee. Sie mussten sich auch ärztliche Gutachten einholen zu seinem Gesundheitszustand, zu seinem psychischen Zustand. Aber irgendwann war es ja dann soweit. Irgendwann wussten sie, es geht los. Ja. Ihr Mann war lange nicht mehr verreist, eben aufgrund seiner Situation. Nee, er wollte eigentlich nicht reisen. Er war zu Hause glücklich. Genau. Mein Mann war ein Mensch, der war wirklich... Ja. Er saß in seiner Veranda, hat geraucht, hat in den Garten geguckt. Ist ja auch ein Garten gewesen. Ja. Und hat rausgeguckt, die Sonne, ja, die Wolken. Das hat ihm alles gefallen. Gutes Essen, Lesen. Der brauchte das alles nicht. Und irgendwann sind Sie dann losgefahren. Ihr Sohn war dabei, ist auch gefahren. Wie war das dann, sich dann tatsächlich auf den Weg zu machen? Ja, und als wir dann, muss man ja auch einen Termin, bekommt man dann genannt. Und mein Mann hatte eine fürchterliche Angst, das nicht zu schaffen. Als sie gesagt haben in der Schweiz, also ist alles okay, sie würden anerkennen, er kann hinkommen. Und mit Termin, da hat er immer gedacht, die hatten was vorgeschlagen, das war jetzt, alles, also alles so erledigt hatten, war das glaube ich im Juli oder August. Und dann hatten die vorgeschlagen Dezember. Da hat er auch erst ja gesagt. Und das war dieser wahnsinnsheiße Sommer, der 2018. Da hatte er auch diese Hitze, das hat er auch alles so schlecht ausgehalten. Die Beine wurden ja immer schlimmer. Und dann hat er gesagt, ob ich da noch mal fragen kann oder anrufen kann, ob es doch eher gehen könnte. Er hatte Angst, dass nicht, also bei uns noch mal ins Krankenhaus muss und dann irgendwo betreut wird oder was. Ich hätte ihn ja zu Hause, in unserem Haus wäre ja alles nicht gegangen. Und da waren die in der Schweiz auch wirklich, die waren ja sowieso sowas von nett. Und dann haben sie einen Termin vorher uns noch mal genannt, im Oktober. Und dann sind Sie dahin. Wie viel Zeit hatten Sie dann noch vor Ort, also in der Schweiz? Wir mussten ungefähr 3 Tage vorher da sein. Mhm. Kommen jetzt noch 2 Ärzte, die auch noch mal mit ihm gesprochen haben, die das noch mal fragen, warum und alles. Waren auch ganz tolle Menschen und es war wunderbare Gespräche, auch für meinen Mann. Wie ging es Ihrem Mann dann, je näher es auf den Tag zu? Das war, also zu Hause war... Da war dann nicht so richtig was. Es war, wir haben nicht weiter darüber gesprochen, was wir machen müssen und wie wir. Ja, ich habe neu gekocht, was er gerne essen wollte und sowas. Und naja, das ist schon blöd. Und dann kommen wir da an. Da war das erstmal im Parterre. Dachte ich, ach du lieber Gott, hier ist alles so dunkel. Da gucke ich raus. Da war da draußen so ein kleiner Garten. Das Hotel war so im Carré gebaut. Und dann habe ich mir die Türen, ich gucke, hier im Hotel habe ich auch alles angeguckt, bin ich da so rumgelaufen, da kam man raus und da waren Tische und Stühle, man konnte sich hinsetzen. Und das schöne Wetter, da konnten wir da draußen sitzen, ich konnte das Essen warm machen, wir haben es aus dem Fenster rausgereicht, mein Mann konnte die ganze Zeit da sitzen, konnte rauchen, wann er wollte, konnte rausgehen, wann er wollte. Er ist ja die letzte Zeit nicht mehr mit in den Garten gekommen. Er ist da rumgelaufen, da ist er dann aufgestanden, da hat er mir Blumen auf der Wiese gezeigt, hat gesagt, wenn die bei uns wachsen würden, wäre das schön auf der Wiese. Er ist in gewisser Weise aufgeblüht? Der war so froh, da zu sein, kann man gar nicht sagen. Mir ist an dem Abend auch aufgefallen, als wir angekommen sind, dass er nicht einmal gesagt hat, ihm tut was weh. Er hatte ja solche Schmerzen, hat ja ständig mit was eingenommen. Nichts.
Er war da, er hat losgelassen, er wusste, er hat es geschafft, er möchte nicht mehr da sein und jetzt kann ihm nichts mehr passieren. War denn in Ihnen, als es ihm plötzlich so gut ging, also ja, auch so ein Gefühl, ach, könnten das jetzt nicht noch ein paar mehr Tage sein? War so ein Gefühl, bei mir jetzt? Ja, war so ein Gefühl auch da, dass Sie ihn, den Sie ja lieben, noch halten wollen? Nee, es wäre nicht gegangen. Mhm. Ich wusste ja, das ist jetzt der Moment. Mhm. Ich hätte nicht, nee, das wäre nicht gegangen. Ich war so froh, dass es so war, wie es war. Er war nur so mit sich im Reinen, ja, weil er wusste, ja, es ist der Tag. Ja, nur so. Wie ist der Tag dann gelaufen? Wie haben Sie das erlebt? Wir haben noch zusammen gefrühstückt. Mhm. Das hatten Sie auch gesagt. Die waren ja vorher da, die Ärzte und auch die Frau, die es mit begleitet hat. Mhm. Wir haben mit dem Sohn zusammen gefrühstückt. Und ja, hat er sich angezogen und wir auch. Und dann sind wir da hingefahren. Also ein bisschen außerhalb von Basel war das alles. Mhm. Und da muss man einige Sachen ausfüllen, Formulare noch für die Polizei und alles, was hinterher ist. Es war erlaubt in der Schweiz, aber die müssen sich ja auch absichern. Und da war so ein bisschen, so ein bisschen Vorplatz noch vor dieser Wohnung. War auch schließlich schönes Wetter, da konnte er noch mal rauchen. Und er hat mich noch mal fotografieren lassen, das war für mich auch so wichtig. Mhm. Auch die ganze Zeit, dass ich noch mal ein paar Bilder von ihm so hatte, wo es ihm so gut ging eigentlich. Er hat sich am Essen gefreut, was ich da hingestellt habe. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, okay. Jetzt? Mhm. Ja, das konnte er selber sagen. Mhm. Und dann ist da halt ein Bett und da legt man sich hin. Wir durften dabei sein. Und dann wird das gefilmt nochmal, also wird die Kanüle gelegt und erklärt vorher alles, wie man es aufmachen muss und so. Und dann waren Sie dann neben ihm, bei ihm, haben ja, ja, Hand gehalten? Oder? Nee, das durfte man nicht, also vorher schon noch, aber solange das erklärt wurde, alles war dabei. Aber als diese Aufnahme gemacht wurde, musste man dann zurücktreten vom Bett und dann wurde er gefragt, warum er da ist, also seinen Namen nochmal und warum und was man weiß, wenn er jetzt den Hahn aufdreht, was dann passiert, hat er gesagt, ja, dann sterbe ich. Er hat vorher auch noch alle Grüße bestellt und er hat noch was gesagt. Und dann durfte er wieder hingehen und dann hat er das aufgedreht. Dann ging es ganz schnell. Haben Sie sich noch irgendwas gesagt? Oder? Ja, noch ein paar Sachen. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich sage, Fred, ich werd eine lustige Witwe. Dann hat er gelacht, wollte was zu mir sagen und dann war es weg. Mhm. Aber er hat noch mal gelacht. Ja. Und dann sind Sie wahrscheinlich noch mal da geblieben erst? Ja, ja. Mhm. Wir konnten da bleiben, bis die Polizei kommt. Mhm. Konnte ich neben ihm sitzen. Kommt erst die Polizei und dann kommt die Gerichtsmedizin. Da muss man dann rausgehen. Die untersuchen ja alles. Mhm. Und dann kommt noch der Staatsanwalt. Und wenn Sie zwischendurch konnte ich noch mal rein mit der Helferin und wir haben ihn wieder anziehen dürfen. Wie viel Kraft gehört auch dazu, Herr Bauer, als Angehöriger so einen Weg mitzugehen? Viel Kraft. Ich meine, das ist eine existenzielle Erfahrung, wo ich auch nicht mehr weiß. Aber das Schicksal zeigt sehr gut, warum das Bundesverfassungsgericht in Deutschland im Februar, glaube ich, diesen Jahres entschieden hat, dass das professionelle Anbieter für Sterbehilfe doch zugelassen werden soll, nachdem 2015 der Bundestag ein Verbot erlassen hat im Paragraphen 217. Und jede Entscheidung dieser Art ist eine extrem schwierige und komplexe Entscheidung. Und es ist ja auch sehr viel geguckt worden, liegt nicht eine Depression vor zum Beispiel. Eine Depression ist behandlungsbedürftig. Depressive Menschen sind oft suizidal und wir müssen alles tun, dass Menschen nicht aus einer Depression heraus in den Suizid gehen, weil wenn die Depression vorbei ist, freuen sie sich wieder am Leben. Aber das ist ein Extremfall, ein Extremschicksal, was wir hier geschildert bekommen haben, wo ich glaube, niemandem steht das Recht zu, darüber das zu bewerten und schon gar nicht das negativ zu bewerten. Und das hat wohl auch die Bundesverfassungsrichter in Deutschland bewogen zu sagen, in einer solchen Notsituation die Entscheidung treffen zu dürfen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, gehört zu den sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrechten. Und das darf man nicht, es gibt keinen gesetzlich verordneten Zwang,
unter Bedingungen zu leben, die der Betroffene selber als nicht mehr hinnehmbar ansieht. Ich glaube, das, was auf einer allgemeinen Ebene, gesellschaftlichen Ebene diskutiert wird, ist, dass auf der einen Seite die Möglichkeit besteht, so einen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite sollte es auch keine Erwartung geben, diesen Weg zu gehen. Ja, also, dass man individuell entscheiden kann, wie man es eben will. Nicht, dass irgendwann der Druck auf ältere Menschen entsteht. Aber wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das denn heute? Wie geht es Ihnen heute damit? Wenn Sie zurückschauen, sind Sie mit allem im Reinen? Ja. Ja? Wie? Ich bin so froh, dass das für ihn möglich war. Mhm. Weil es so schlimm geworden wäre. Mein Mann wäre, die Beine, die Füße hätten amputiert werden müssen. Das wäre nicht auszudenken gewesen für ihn. Für, wirklich, die Zukunft, was für ihn gekommen wäre. Und das im Heim, ich hatte meine Mutti im Heim. Mhm. Mein Mann hat das ja auch erlebt. Nein, also wirklich, ich bin, und alle, die meinen Mann gekannt haben, haben gesagt, das war die richtige Entscheidung. Und niemand hat gesagt, wie konntest du ihm da helfen oder dabei sein oder unterstützen. Alle haben gesagt, völlig in Ordnung. Wie halten Sie heute die Erinnerung an Ihren Mann? Wie präsent ist er? Immer zu. Und ich habe ihn auf meinem Computer. Und ich hätte nie gedacht, dass man mal so viele Bilder sich hinstellen würde. Ich fand aber andere Frauen sehr komisch, wenn die da Fotos von ihren verstorbenen Männern hatten. Also wirklich, muss ich so sagen. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, habe mir Fotos rausgesucht und habe mir die angehängt. Mhm. Und ich gucke mir die so gerne an. Und sind Sie die lustige Witwe, so wie Sie es gesagt haben? Na lustig, ja, also es geht mir gut. Ich denke immer, ich spreche mit meinem Mann und ich hoffe, dass er mit mir zufrieden ist. Ich glaube schon. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür, dass Sie uns über diesen besonderen Abschied hier was erzählt haben. Abschied von den Liebsten. Erstmal vielen Dank an Sie, Frau Winkler, aber auch Dank an alle. Wir sehen uns schon wieder in 4 Tagen, diesmal schon am Dienstag, 22.50 Uhr im Ersten. Dann bei Talk am Dienstag mit dem Thema Der ewige Kampf ums Erbe. Bis dann in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.